So haben wir es wirklich in Beklemmung zu tun hier. Etwas in Bewegung bringen, das möchte der Hamburger Künstler Christoph Faulhaber mit seiner Ausstellung. 70 übermannshohe Bälle, sie ruhen, sie rollen, schaffen Distanz und Nähe, zeigen Grenzen und Wege. Die Grundidee war, dass die Besucher sich in ihren räumlichen Bewegungen in und mit der Kunst, die anfassbar ist, eben gegenseitig auch beeinflussen, eine Interaktion geben. Also es ist kein Labyrinth, das statisch ist, sondern es muss ein Labyrinth sein, das wir in Bewegung setzen. Mit all dem, was es bedeutet, wenn sich Menschen im gleichen Raum jeweils bewegen und dabei Widerstände oder Abstände entweder einhalten müssen oder diese übertreten wollen. Auch wenn nur 15 Besucher gleichzeitig zugelassen sind, ist es manchmal ganz schön eng. Es ist die erste Ausstellung seit der Corona-Krise, die Pastor Bernd Schwarze in der St. Petri-Kirche eröffnen kann. Kirchenräume wie St. Petri, diese riesigen Räume, die bewirken ja etwas im Besucher, wenn er reinkommt. Man fühlt sich irgendwie kleiner. Und ich finde, diese Dimensionenverschiebung, die ist nochmal da. Da sind Bälle im Raum, die sind deutlich größer als ich selbst und ich bin mit dem konfrontiert. Und ich glaube, da passiert eine ganze Menge. Die Besucher müssen sich am Eingang mit Name und Adresse registrieren. Sie dürfen die Ausstellung nur mit Handschuhen und Maske betreten. Ich werde hier gleich erstickt, aber es ist alles gut. Noch bin ich am Leben. In der Ausstellung. Ja, super, gut. Das ist echt stark. Also diese Spannung zwischen Spiel und Ernst oder auch Angst oder Beklemmung, Beengung und so, das ist schon interessant. Toll. Wenn die Bälle plötzlich auf einen zukommen, dann spürt man schon eine enorme Enge auf einmal. Und plötzlich öffnet sich der Raum wieder und dann sieht man wieder bis zum Ende des Raums. Also es ist schon interessant. Das ist eine interessante Wahrnehmung, eine interessante Feststellung, eben zu gucken, denn hinter diesen Bällen, die ja fest zu stehen scheinen, steht ja ein anderer Mensch, der auch sich nicht rührt und vielleicht auch seinen Weg sucht, wie im Leben. Die Ausstellung soll einladen zum Nachdenken über das, was dem Menschen im Weg steht und was überwunden werden muss. Denkanstöße gibt es hierfür genug. Bis zum 30. August bewegen sich die Bälle noch durch die St. Petri-Kirche.